Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Ausgabe, Folge von Wer weiß was. Heute wieder mit meinem Kollegen Oliver Steinmetz aus dem Office-Team. Wir hatten ja schon mal eine Folge gedreht, bin ja noch ungeschlagener Vizemeister. Ja. Schauen wir mal, ob sich der Vorsprung ausweitet oder nicht. Gleiches Format wie immer, wir haben drei Fragen vorbereitet mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Thema ist wie immer auch der Immobilienmarkt. Wir haben beide keine Ahnung, was der andere jeweils fragen wird. Ich hoffe, es ist allgemein gehalten. Dementsprechend würde ich dir den Vortritt lassen. Vielen, vielen Dank. Gehen wir gleich zu den teuflischen Fragen. Frage Nummer 1. Wie groß ist der Büroflächenbestand in Stuttgart im Jahre 2021 ohne Landfelden-Esselingen? Antwort A, 8 Millionen Quadratmeter, Antwort B, 9,5 Millionen Quadratmeter oder Antwort C, 11 Millionen Quadratmeter. 8 Millionen, 9,5 und 11 Millionen. Genau. Ohne Leinfeld-Echte. Ohne Leinfeld-Echte. Also Bad Cannstatt, Feuerbach, Zuffenau. Mit allen Teilmärkten, wo in Stuttgart davor steht. Okay, also Vaihingen auch. Genau. Ich würde sagen Antwort A. Das ist richtig, Herr Neier. Herzlichen Glückwunsch zur ersten richtigen Frage. Dankeschön. Ja, dann komme ich mal zu meiner ersten Frage. Ich werde jetzt jeweils die Antwortmöglichkeiten voll vorlesen. Es geht darum, wo das teuerste Haus der Welt steht. Da habe ich letztens einen Post gesehen. Und es ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Ich lese dir die Preise vor, die natürlich nicht... Also eins stimmt, zwei sind falsch. Sonst würdest du ja sagen, klar, das Teuerste ist das Teuerste, aber vielleicht habe ich mir den Preis auch ausgedacht. Ah, ich verstehe. Also du musst auch sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich zu teuer ist. Und zwar erstens... Also ich soll mir vorstellen, welches also, zu teuer ist. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Penthouse-Wohnung in Stuttgart für 500 Millionen. Mhm. Dass 500 Millionen dann ausgedacht ist, ist ja irgendwo klar. Also du müsstest dann auch überlegen, ob das tatsächlich stimmt. Fangen wir also an. Erstens, The One in Los Angeles für 295 Millionen Dollar. Mhm. Zweitens, Villa Aurora in Rom für 354 Millionen Euro. Mhm. Oder ein Penthouse in London im Nobelviertel Knightsbridge für 225 Millionen Dollar. Okay. Das erste war nochmal? Das erste ist The One in Los Angeles, Beverly Hills. 295 Millionen Dollar. Sei angemerkt, es muss noch nicht verkauft sein. Also es ist nicht der richtige Preis, ich stelle der Marktpreis. Es ist der mal angesetzte Preis, ja. Okay. Ich glaube, der teuerste Immobilienmarkt ist tatsächlich London. Also würde ich Antwort C nehmen. Das ist leider falsch, weil in Los Angeles tatsächlich das Haus für 295 Millionen verkauft bzw. inseriert wurde. Es war mal für 500 Millionen, ich habe mir ein paar Berichte durchgelesen, es war mal für 500 Millionen eingesetzt, dann ist der Investor wohl pleite gegangen, der Bauträger, dann wurde es für 295 Millionen irgendwo angeboten und jetzt diskutiert man vielleicht über 123, aber offizieller Preis ist... Okay, das ist schon nochmal ein kleiner Abschlag. Ein kleiner Abschlag, aber offiziell sind es 250. Da scheint der Makler nicht ganz so gut zu sein. Weiter geht's. Ich bleibe natürlich bei meinen humanen Fragen hier im Stuttgarter Bezirk. Wie hoch wird der Porsche Tower von Bülow? 47 Meter, 79 oder 91 Meter? Ich bin ja schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Kannst du nochmal die Antwortmöglichkeit vorlesen? Sehr gerne. 47, ja. 79 oder 91? Der ist ja schon, in der Höhe ist er ja schon fertig, ne? Ja. Der wird ja nicht nochmal größer. Ich würde sagen B, 71 Meter, weil 47 ist, glaube ich, zu wenig. Es ist tatsächlich das höchste Gebäude in Stuttgart und es wird 91 Meter hoch. Es ist schon 91 Meter? Ja, ja. Okay. Rohbau ist fertig. Falls Bülow das sieht, sieht sehr, sehr nice aus. Und es gibt noch freie Flächen, das heißt, wenn ihr auf die Suche seid, dann... 3x450 Quadratmeter. Genau. Mietpreis auf Anfrage.
Okay, also ich bin ein bisschen in die Wohnimmobilien abgedriftet, aber... Ja, ich habe mein Bereich. Die letzte Frage geht dafür wieder ins Bürosegment zurück. Wie viele Wohnimmobilien wurden im Jahr 2020 deutschlandweit verkauft? Oh Gott. Erstens 170.000, zweitens 290.000 oder drittens 320.000? Ich sag drittens. Das ist zweitens 290.000. Solche Fragen, Freunde. Natürlich, klar, man muss ein bisschen schätzen, aber das ist ja auch so ein Zweck der Geschichte, von daher. Ja. Also, sehr, sehr wissenswert, wird bestimmt dem einen oder anderen Zuschauer auch was nützen. Dann kommen wir zu meiner dritten Frage, auch wieder Stuttgart. Wie teuer wird laut den aktuellsten Schätzungen das Bahnprojekt Stuttgart 21? 9,15 Milliarden Euro, 10,7 Milliarden Euro oder 10,9 Milliarden Euro? Also es ist auf jeden Fall viel, viel teurer als erstmals kalkuliert, aber ich weiß leider nicht, was der Ausgangspreis war. Ich hätte die goldene Mitte genommen, B. Es ist tatsächlich die günstigste dieser... Günstigste. Ja, mit 9,15 Milliarden Euro. Zuvor wurden irgendwas mit 8,2 oder sowas kalkuliert. Aber dann hat es ja gar nicht so einen großen Sprung gemacht. Na gut, eine Milliarde. Ja, schon. Aber leicht. Das müssen wir doch erst mal kalkulatorisch abbilden. Okay, kommen wir zu meiner letzten Frage. Auch jetzt Stuttgarter Büromarkt. Da müsstest du dich ja wohlfühlen, und zwar Entwicklung der Durchschnittsmieten für Büroflächen in der Stuttgarter City. Mhm. Wie teuer war im Durchschnitt eine Bürofläche in Stuttgart im Jahr 2011? Ah, da habe ich ja gerade Abitur gemacht. Richtig. Sehr gut. Erstens 8 Euro, zweitens 12 Euro oder drittens 14 Euro. Durchschnitt Stuttgart Durchschnitt, City. Reden wir jetzt City oder reden wir von... Innenstadt. Also alles, ich gehe jetzt mal davon aus, Stuttgart City, wirklich Stuttgart Mitte. Alles, was in den Teilmärkten außen drin ist, nicht mehr. Jetzt, 8, Durchschnitt. 8, 12 oder 14. 2011. Ja. Also vor 10 Jahren. Quasi nach der Wirtschaftskrise eigentlich. Auch da muss ich leider raten. Ich schätze mal 12. Nee, ist tatsächlich sogar 14. Echt? Okay. Mhm. Okay. Also die Mietpreisentwicklung war laut Statista tatsächlich irgendwo Richtung 2,8 schon bei 15,60 Euro. Okay. Dann gab es den kleinen Abfall und dann ging es halt mit 14 Euro ungefähr weiter. Laut Aussage Statista waren wir aber auch irgendwo 2020, 2021 bei 20,50 Euro ungefähr. Okay. Und das war's. Das waren so die teuersten. Damit geht der zweite Punkt an Julia. Tja. War mir eine Ehre. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.